Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meiner nächsten Ausgabe aus meinem Let's Play von Pillars of Eternity. In der letzten Folge haben wir nicht viel mehr gemacht, als einige Seelen erkundet und dann zu diesem Trumble zu gehen, um zu sehen, dass das Dorf wohl einige Probleme mit seiner Nahrungsversorgung hier hat. Jedenfalls dadurch, dass offenbar viele der Felder eingegangen sind. Er hat uns den Auftrag gegeben, ich glaube, ins Goldtal oder nee, ins andere Tal, dem, wo wir hergekommen sind, zu gehen und dort nach einem Mann zu gucken. Eigentlich würde ich fast vorschlagen, dass wir das heute einfach tun. Trotzdem möchte ich gerne vorher probieren, ob ich nicht diesen Edda auch noch irgendwie in unsere Gruppe kriege. Und ich muss nochmal sagen, ich finde es immer erstaunlich, wie die Grafik ist. So diese Unschärfe hier an den Rändern, dieser plätschernde Regen, diese ja tolle Aufmachung der Landkarte fasziniert mich doch immer wieder. Wenn Baldur's Gate mal auch so ausgesehen hätte und nicht ganz so statisch gewesen wäre. Eben gerade diese Schatteneffekte, dieses Licht, das ist doch für die Atmosphäre immer sehr schön. Gut, was gibt's denn sonst noch hier? Wo könnte Edda mit in Verbindung stehen? Vielleicht mit dem Tempel? Dass wir einfach nur da reingehen müssen und uns Edda dann anspricht? Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie wir ihn letztes Mal auf uns aufmerksam gemacht haben. Was wir aber vorher auch noch auf jeden Fall tun sollten, ist dieser Baum, mit dem sollten wir versuchen zu reden oder so. Weiß ich allerdings auch nicht mehr genau, wie wir das geschafft haben. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal dran und schauen, ob dann dieses Seelenwandeln aktiviert wird. Okay, aber dieser, was mir jetzt gerade am schnellen Modus auffällt, der ist dann tatsächlich nicht besonders toll für die Immersion. Wenn man einfach so blöd rumrennt. Muss ich nochmal mit Urgit vielleicht reden? Scheinbar reicht es nicht, einfach nur in der Nähe zu sein. Vielleicht aber, wenn wir hier dran schauen? Nee. Zwischen den Wurzeln verstreut liegen Armbänder aus Zwirn und Glasperlen, verwelkte Blumen und vom Regen teils verwaschene Notizen herum. Die wir aber nicht aufnehmen können, offenbar. Das ist der Tempel, da wollen wir nur nicht rein. Reden wir nochmal mit Edda. Hey, komm doch mit uns. Der Mann grinst breit und murmelt, oder sagt zu dir: Willkommen in unserem entzückenden Dorf. Doch nochmal mit Urgit vielleicht reden. Ey, was hat es mit diesem Edda auf sich? Das hatte ich schon. Urgit legt die Stirn krumm in Falten und seine Stimme war, glaube ich, irgend sowas wie: Ich fürchte, ich kann dir nicht dabei helfen, hier eine Bleibe zu finden. Fürst Redericks Sohn wurde als Hohlgeburt eingestuft, was die Umstände noch gespannter macht als zuvor. Dann erzähl mir doch von diesem Fürst. Er stammt aus einer Adelsfamilie, die, ich glaube, haben wir das auch schon gelesen? Ich lese jetzt einfach nochmal vor. Er stammt aus einer Adelsfamilie, die diese Lande seit Elia-Zeiten verteidigt haben. Redrick II. War während der Revolution ein früher Unterstützer der trüwäldischen Unabhängigkeit und der Vater der derzeitigen Fürsten fiel im Krieg des Heiligen. Kurz nach dem Ende des Krieges setzten die Hohlgeburten in Trüwald ein. Fürst Redrick hat es auf sich selbst genommen, das Goldtal vom Fluch zu säubern. Seine Maßnahmen sind streng, aber notwendig gewesen. Falls die Glocken irgendwelche Rückschlüsse zulassen, das ist es unglücklicherweise vielleicht nicht genug gewesen. Was? Den Satz verstehe ich jetzt nicht. Der Krieg der Heiligen? Das ungeheuerlichste Beispiel. Was ist denn heute los? Ich weiß, es ist spät, aber naja, das ungeheuerlichste Beispiel unserer Zeit für den Wahnsinn eines Mannes. Vor 15 Jahren beschloss die Bevölkerung von Red Seras, das Windweitwen, ihr lebender Heiliger, die wortgetreue Inkarnation des Gottes Eotas sei.
Bitte entschuldigt die Aussätze, die ich heute habe. Urgit runzelt seine spitze Nase. Dieser vermeintliche Heilige nahm es auf sich selbst, den Drüwald zu befreien. Wahrscheinlich hatte er niedere Götter die Treue geschworen. Sollten nicht eher niedere Götter ihm die Treue schwören? Naja, denn ich habe noch nie von einer Armee gehört, die das Land zum Wohle seiner Bevölkerung erobert hätte. Der Krieg dauerte ungefähr ein Jahr, aber du kannst dir vorstellen, was dieses Jahr mit der Verehrung von Eotas im Trüwald einstellte. Alle von Fürst Räderichs Vorfahren sind Eotasianer gewesen. Aber nachdem sein Vater bei unserer Verteidigung gegen diese Fanatiker gefallen war, kümmerte er sich persönlich darum, dass der Eotas-Tempel hier im Dorf Scheel gelegt wurde. Er deutet auf ein paar Maurien neben dem Baum, also die, die wir vorhin fast betreten hätten. Solltest du aber andere Fragen haben, kannst du sie mir gerne stellen. Es ist wichtig, dass jeder im Goldtal unsere Regeln und Risiken versteht. Ich hau mal ab. Das war's dann offenbar nicht. Sollen wir einfach mal in den Tempel gehen und hoffen, dass er da uns anspricht? Ja, aber wahrscheinlich wird's im Tempel dann gleich wieder eine andere Begebenheit geben, der wir uns widmen. Probieren wir es einfach. Oh, da ist noch jemand. Ah, okay, auch wieder nur so eine Seele. Okay, warum nicht? Als du dich näherst, spürst du eine lebhafte Vergangenheit, in die du eintauchen kannst. Du siehst eine Dreiecksfahne hoch oben, träge im Wind wehen, auf die eine aufgehende Sonne gestickt ist. Die Vorhut einer kleinen Paladin-Truppe. Die Atmosphäre ist heiter, wenn auch maßvoll. Und die Elemente haben ihren... Die Elemente, die Paladine dann, haben ihren Rüstungen noch nicht zugesetzt. Achso, nee, doch tatsächlich die Elemente. Dieser Feldzug ist frisch, jung und voller Begeisterung und Eifer. Auf ihrer Spitze steht ein Befehlshaber in voller Rüstung, etwas plump wirkend, aber doch entschlossenen Schrittes. Trotz der Begeisterung seiner Männer lächelt er nicht. Vielmehr steht er mit schiefem Mund und grimmigem Gesichtsausdruck da. Er reißt eine Hand hoch und bringt seinen Trupp zum Anhalten. Als sich mit tiefem Grollen dunkle, gewillter Wolken zusammenziehen, werden sie still. Er befiehlt ihnen, sich kampfbereit zu machen und auszuschwärmen. Augen huschen von Horizont zu Horizont. Hälse drehen sich, um den Ursprung des Geräusches auszumachen. In der Ferne heben sich Staub und Blitze vom Boden. Als über ihren Rass stygische, keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht, Wolken zusammenziehen. Die Soldaten halten ihre Stellung. Ihre nervliche Anspannung verrät alleine ihre nervöse Atmung. Der Befehlshaber schließt seine Augen und ruft einen Segen auf seinen Trupp herab. Gestärkt und unbesiegbar warten sie, während der Feind ihnen immer näher kommt. Schade, und ich dachte, der würde uns mal was zu dem Tempel hier sagen. Das könnten wir nämlich auch gut gebrauchen. Ein bisschen Information, bevor wir in einen Dungeon gehen. Und nicht einfach blind in einen Kerker stolpern. Ach so, ja, das war das mit dem Wirtern. Hallo? Wer ist da? Gegen die Wand gelehnt liegt im matten Licht der ausgedehnten Wandleuchter ein Mann am Boden. Er hat etwas Hageres, Fuchsartiges an sich und sein bleiches Gesicht ist schweißnass. Der Ärmel des einen Arms, den er locker gegen seine Seite hält, ist blutdurchtränkt. Als du dich ihm näherst, wirft er dir mit schmerzverzerrtem Gesicht einen ängstlichen Blick zu. Sieh dich vor, falls du hineingehen willst. Er wirft einen schnellen Blick auf die Tür zu seiner Linken. Dieser Ort ist nicht ganz so leer, wie ich angenommen hatte. Dieser Tempel ist nicht mehr das, was er einmal war. Das ist wahrscheinlich auch das Beste, wenn ich mir überlege, in welchen Zeiten wir leben. Er stöhnt und zuckt schmerzerfüllt zusammen, als er seinen Körper verlagert. Das war eine E-Mail, Entschuldigung. Ich bin nicht zum Plündern gekommen, falls du das vermutest. Und zum Beten bin ich auch nicht hier.
Ich glaube, ich wollte einfach nur Gutes tun. Und was hat es mir eingebracht? Einen zerkratzten Arm. Er sieht dich müde an. Vielleicht hast du mehr Glück. Mehr Glück mit was? Der Mann deutet mit einem Finger nach oben. Diese Ruinen um uns herum. Früher waren sie ein Tempel von Eotas, dem zersplitternden Gott. Ein großer Tempel noch dazu. Aus dem ganzen Dröwald strömten Gläubige hierher, selbst aus Red Kreas. Natürlich nur bis zum Krieg. Und selbst dann kamen immer noch ein paar Sturköpfe, die es einfach nicht in den Schädel bekamen, dass ihr Gott nun der Vergangenheit angehörte. Mach weiter, wahrscheinlich eher red weiter. Als das Vermächtnis anfing, beschloss Fürst Räderick, dass er den Eotesianern gegenüber milde gestimmt war. Er hat sie von seinen Leuten allesamt im Tempel niedergemacht und sie da unten unter einem Haufen Felsen begraben liegen lassen. Ist das wirklich milde? Das will ich bezweifeln. Danach ordnete Räderick die Versiegelung des Tempels an. Jahrelang ist er so gewesen, bis vor kurzem. Fürst Räderick hoffte, dass man uns durch die Zerstörung des Tempels eines lebenden Gottes vergeben wird. Und damit wird auch das Vermächtnis enden. Verstehst du? Er lächelt schief. Bis dahin wird der Tempel aber so bleiben, wie du ihn jetzt siehst. Unbewacht. Und da genau kommst du ins Spiel. Wirtan leckt sich über die Lippen. Diese Priester, gut, sie mögen ja kaum Grips im Schädel gehabt haben, aber solche Tode hatten sie auch nicht verdient. Im Hause ihres Gottes niedergemetzelt zu werden, also wirklich, das finde ich einfach nicht richtig. Wenn du dort hinuntergehst und ihre sterblichen Überreste finden könntest, dann könnten wir ihnen endlich ein ordentliches Begräbnis verschaffen. Keine leichte Aufgabe. Du könntest dir auch ein paar Münzen verdienen, solltest du noch eine Motivation brauchen. Elots verhaltener Gesichtsausdruck wird etwas weicher. Was für eine angenehme Überraschung, dass es noch jemanden mit einer Spur Respekt für die Toten gibt. Moment mal. Du willst, dass ich dir ein paar Skelette bringe? Wenn ich könnte, würde ich sie da begraben, wo sie sind. Ich weiß, es ist ein bisschen, nun ja, makaber. Aber wenn wir sie jetzt nicht herausholen, wird Räderick wahrscheinlich vernichten, was noch von ihnen übrig ist. Sie sind doch schon lange tot. Welche Rolle spielte es da noch, ob sie begraben sind und wo sie begraben sind? Es doch um Respekt. Es geht doch um Respekt, nicht wahr? Darüber, ob man es verdient hat, dass sich diese Leute an einen erinnern. Dass man nicht einfach unter einen Felshaufen geworfen wird und vergessen wird. Ich schätze mal, so hört es sich an, wenn einer zittrig ausatmet. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich dachte, es wäre die Mühe wert, ihnen das zu geben, meine ich. Nun gut, ich werde sie finden. Dann schulde ich dir wirklich was, bei der Flamme. Aber pass auf, dass da der Tempel schon lange versiegelt ist, wimmelt es hier sicher nur so von Kreaturen. Solltest du aber an ihnen vorbeikommen, so findest du einen Priester im unteren Kellergeschoss, wenn sie noch da sind. Dann dort. Diese Priester haben allerlei Geheimkammern, Schalter in den Wänden, präparierte Wandleuchter, solche Sachen. Halte die Augen auf und pass da unten auf dich auf. Ich würde ja nur ungern jemanden herunterschicken, um deine Überreste aufzusammeln. Ich werde hier bei den Stufen warten und Ausschau halten. Vielleicht werde ich auch versuchen, mich ein bisschen zusammenzuflicken. Und da steht er wieder, sehr schön. Trotzdem habe ich da jetzt heute keinen Bock drauf. Ich möchte dann doch lieber für den Trumble in seine Mühle, Herrgott, etwas tun.
Schmiede. Vielleicht sollten wir uns, bevor wir das tun, auch noch ausrüsten. Auch wenn wir nur Zauberer sind, die ja eigentlich kein geschmiedetes Schwert bräuchten. Aber zumindest sollten wir uns wirklich im Dorf noch ein bisschen erkundigen, was hier los ist und was überhaupt das Dorf zu bieten hat. Und dafür, dass das Haus von außen so klein aussah, ist die Schmiede hier doch gewaltig. Ich schätze mal, das ist der Schmied. Nee, das ist nur der Lehrling. Die zwei werden wieder zu besichtigende Seelen sein. Und er wird wohl der Schmied sein. Besichtigen wir erstmal die Seelen. Du siehst einen Mann, der heimlich und alleine hinter einer Reihe ungeschnittener Büsche kauert. Seine Augen sind auf eine ebenso wunderschöne wie schreckliche Delemgan. Was ist eine Delemgan gerichtet? Die mit halboffenen Augen ein Lied summt. Also irgendeine Frau, die für ihr Lebensunterhalt singt? Keine Ahnung. Auf ihrer Schulter sitzt ein sanft trällender Vogel mit fantastischem blau-orangefarbenem Gefieder, was den Mann völlig entzückt. Die Beschaulichkeit der Situation wird durch das erschrockene Krächzen des Vogels zerstört, als der Mann zitternd und zögerlich aufsteht. Die Delemgan lächelt ansatzweise und winkt ihn mit zwei zweigartigen Fingern zu sich. Während er sich ihr nähert, sagt sie kein Wort. Aus seinem Mund aber kommen Geräusche der Ehrfurcht und Bewunderung. Neckisch und verführerisch wartet sie auf ihn. Und mit quälender Langsamkeit steht er endlich vor ihr. Dann ändert sich etwas. Sie zieht etwas schlaff von seiner Seite hängend und beginnt zu zischen. Ihre Finger sind plötzlich zu Klauen geworden und ihre Augen schwarz vor Hass. Zu seiner Axt oder seinem Zauberstab zu greifen, dafür bleibt ihm keine Zeit. Und kaum hat sie zugeschlagen, ist sie auch schon verschwunden. Der einzige Beweis ihrer Existenz, das zitternde Wrack am Boden. Er schnappt sich sein Zauberbuch trotzdem und beginnt zu singen. Die Worte aber, Worte einer magischen Sprache, seine eigenen Vorstellungen, die er in wahnsinniger Kurzschrift hingekritzelt hat, klingen hohl. Und die Stille setzt sich unvermindert fort. Er dreht sich um und zuckt vor jemanden oder etwas mit den Achseln. Aber wenn dort etwas ist, so kannst du es nicht sehen. Und der zweite ist Dugan Stahlrufer. Du siehst eine Gruppe Abenteurer von Xaurips, also diesen Kobolden, umzingelt und angegriffen. Dieser Mann ist bei ihnen, zeigt angesichts des Kampfes aber scheinbar Unbekümmertheit, wie er so inmitten seiner Kameraden steht und mit fast glücklicher Miene singt, scheint er gar vom Geschehenen losgelöst zu sein. Seine Stimme ist mächtig und tief und donnernd, wie ein perfekter Gegensatz zum Chaos der Schlacht über die Kämpfer hinweg. Das Schlachtfeld ändert sich mit jedem seiner Sätze. Seine Verbündeten leuchten in blauem pulsierendem Licht auf, das die Xaurips um sie herum einfriert. Aus dem Boden erhebt sich ein flammender Scheiterhaufen, der die Kreaturen zerschneidet und verbrennt und sie in alle Winde zerstreut. Einer der gefallenen Xaurips explodiert plötzlich, als drei riesige Maden aus seinem Körper krabbeln und die verbliebenen Feinde attackieren. Völlig gefesselt von der Freude des Augenblicks sinkt der Mann weiter, bis schließlich nur noch eine der Kreaturen steht. Als sich der Mann ihr immer noch singend nähert, bleiben seine Verbündeten zurück. Er greift sich seinen Hammer und zieht ihn gegen den Xaurip durch. Sein Satz endet genau dann, als der Hammer den Schädel einschlägt und damit den Zauber unterbricht und sein Lied beendet. Dann kommen wir zum Schmied. Dieser ist beeindruckend gebaut und ragt turmhoch über den Tresen. Seine Hautfarbe ist so dunkelblau wie die Tiefsee und seine kräftigen Arme sind voller definierter Muskeln.
Sein kantiges Gesicht, das gleichermaßen mit Ruß und ausschweifenden Tätowierungen bedeckt ist, wird von kleinen Ohren eingerahmt. Er lächelt dir breit zu, als du dich näherst. Oh, willkommen! Du bist das erste neue Gesicht, das ich seit geraumer Zeit gesehen habe. Was kann ich für dich tun? Was hast du denn hier? Ich fürchte, du kommst in einer seltsamen Zeit zu uns. Das Angebot ist nicht mehr das, was es einmal war, wahrscheinlich eher. Trotzdem haben wir noch gute Waffen und Rüstung zu verkaufen. All das haben wir hier im Schwarzen Hammer geschmiedet. Und was ist passiert? Wir haben einfach nicht genügend Vorräte dafür. Auf die nächste Lieferung warten wir jetzt schon eine Woche und es gibt keinerlei Anzeichen auf ihrem Verbleib. Ich muss vermuten, dass sie von Banditen überfallen wurden. Die Straße nach Osten ist voll mit ihnen. Vielleicht sind meine Arbeiter mit dem Wagen auch selbst über alle Berge gegangen, um die Waren zu Geld zu machen. Tuatum schnaubt verächtlich. Als ob dieser Haufen das sich trauen würde. Er hat recht, wegen der Banditen. Die entsetzlichen Situationen in Dörfern wie diesem und der Exodus in die Städte haben skrupellose Zeitknochen, viel zu viele Möglichkeiten verschafft. Tuantunu, oder wie auch immer, denkt nach und kratzt sich am Kiefer. Wenn du zufällig auch in diese Richtung unterwegs bist, könntest du dann vielleicht auf einen Güterwagen aufpassen? Oder zumindest auf meine Lieferung. Ich erwarte, dass die Abkürzung durch die Schwarzau nehmen. Und dafür gibt es nur eine gute Straße. Nach Lage der Dinge, das ist aber kein gut besonders übersetzter Teil des Spieles, meine ich zu sagen. Nach Lage der Dinge gehen die meisten unserer Waffen an eure Gnaden Fürst Redrick. Das war jetzt auch nicht wirklich Regietext, oder? Okay, also nochmal von neuem. Nach Lage der Dinge gehen die meisten unserer Waffen an euer Gnaden Fürst Redrick. Tuantu blickt zu der Wache. Ach, das war ja Regietext, ich denke. Tuantu blickt zu der Wache, die ihm am nächsten steht. Und so soll das auch sein. Für Außenstehende bleibt aber nicht viel Auswahl übrig. Wir haben einfach nicht genug Eisen. Ich werde deine Vorräte finden. Ich würde wahrscheinlich eher sowas sagen wie, wenn ich was finde, werde ich dir davon berichten. Entsprechend handle ich. Tuatanu nickt. Dann hast du meinen Dank. Wenn du diese Vorräte zu Brick bringst, dann werde ich dir viel mehr anzubieten haben. Für den Anfang bekommst du gleich einen Rabatt. Oh, und falls du meine Arbeiter finden solltest, so sag ihnen bitte, dass sie sich beeilen sollen. Sonst könnten sie gleich auf dem Feld arbeiten. Gut, gibt's hier noch irgendwas Tolles zum Sehen? Ah, ich will immer Alt drücken, um die Gegenstände zu sehen, aber... Scheinbar bringt dir das gar nicht so viel. Diese verbeulten und stumpfen Schwerter scheinen reif für die Schmiede zu sein. Wahrscheinlich eher zum Einschmelzen, oder? Hier stehle ich. Das werde ich beides nicht tun. Und hier haben wir noch einen Gemeinen, der nicht viel zu sagen hat. Hast du diese Glocke gehört? Das sind wohl schlechte Neuigkeiten, für gewöhnliche jedenfalls. Gewöhnliche reden ja immer so abkackt und unverständlich, nicht wahr? Dumm. Ich wette, sobald ich... Vielleicht ist das mit dem Abstürzen auch immer nur, wenn wir neue Gegenden betreten. Wie gesagt, ich werde darauf ein Auge haben. Aber erstmal gehen wir in dieses Haus. Ups. Nonton und Ingoret. Das Ingoret Haus ist, werden wir erstmal mit ihr reden. Oder Ingrid, ich nenne sie einfach Ingrid. Ah, dieser Mann und diese Frau scheinen ein tiefgründiges Gespräch zu führen. Sie versuchen gerade, zwei prall gefüllte Taschen zu schließen. Als sie sich umarmen wollen, bemerkt die Frau dein Näherkommen und hält inne, wobei ihr Lachen etwas ins Stocken gerät.
Ja, man kommt ja auch nicht einfach so, ohne anzuklopfen, in ein Haus. Können wir dir helfen? Sie schaut ihren Gefährten an und legt die Stirn verwirrt in Falten. Kennst du diesen Mann, Nonton? Nonton schüttelt den Kopf. Das glaube ich nicht. Gab es noch etwas, das du wolltest, Fremder? Ihr beide scheint es eilig zu haben. Ja, kann ich mir vorstellen. Ingrid lacht. Wir packen tatsächlich unsere Sachen für eine Reise. Ich wollte Trutzbucht besuchen und... Sie schaut Nonton an. Naja, ehrlich gesagt habe ich die Schnauze voll von diesem Dorf. Nonton greift nach ihrer Hand. Es ist an der Zeit für eine neue Umgebung, sagt er. Gibt es irgendetwas, das du mir über Goldtal erzählen könntest? Ingrid lächelt schief. Nur, dass du so schnell wie du kannst weiterziehen solltest. Den Baum hast du ja wohl gesehen, oder? Der eigentliche Verfall reicht aber noch tiefer. Solltest du nach Arbeit gesucht haben, solltest du an jedem anderen Ort bessere Chancen haben. Wir selbst sind nach Trutzburg unterwegs. Wir selbst sind nach Trutzburg unterwegs, sagt Nonton. Dann hat dieses Haus nicht wirklich viel gebracht. Dass es hier nicht besonders heimlich ist im Goldtal, das dürften wir mittlerweile selbst bemerkt haben. Schauen wir uns noch die zwei hier an. Noch zwei Seelen und zwei Dörfler. Und mit Blick auf die Uhr kommen wir heute wahrscheinlich wieder nicht zu sehr viel mehr als diese Seelen zu erkunden. Du siehst eine große Menschenmenge, die sich in einem Hof versammelt hat. Dieser Mann steht inmitten unter ihnen. Er hat sich einen Umhang über den Kopf gezogen und hält ihn am Hals geschlossen. Die Menge hat sich um eine Plattform versammelt, wo alle von ihnen gebannt zusehen, wie ein Mann von zwei Mitgliedern der Stadtwache auf die Plattform geführt wird. Da wird gleich ein Kopf rollen. Der Mann, an Händen und Füßen gefesselt, gibt sich wie ein Edelmann und würdigt die Menge keines Blickes. Der verhüllte Mann zieht sich den Umhang noch mehr ins Gesicht und wendet sich zum Gehen, wobei er sich vornüber beugt, um nicht erkannt zu werden. Ein Ausrufer auf der Plattform entrollt ein Pergament und beginnt zu lesen. Der Mann aber achtet nicht darauf, sondern sieht zu, dass er den Hof verlässt. Während des Vorlesens wird die Stimme des Ausrufers immer lauter und intensiver. Stimmen aus der Menge beginnen seine Sätze zu unterstreichen. Die Verhöhnungen und Zwischenrufe mehren sich. Und die auf der verhüllten... Jetzt bin ich aber total durcheinander gekommen. Die Verhöhnungen und Zwischenrufe mehren sich, auf die der verhüllte Mann zuckend und mit hängenden Schultern reagiert. Als der Ausrufer zum Ende seiner Ausführung kommt, löst er sich von der Menge und erreicht den Rand des Hofes. Bis auf gelegentliche Rufe ist die Menge wieder leise geworden. Der Mann dreht sich wieder zur Plattform um und sieht, wie sein Vater mit entblößtem Hals vor dem Block kniet. Der Scharfrichter bezieht Stellung und hebt seinen Ball zum Schlag nach oben. Der Mann kann nicht mehr zusehen und wendet sich schnell ab. Dann hört man ein nasses, dumpfes Geräusch, gefolgt vom jubelnden Applaus der Menge. Er lehnt sich gegen die Mauer, sammelt sich wieder und richtet sich auf. Mit offensichtlichem Entschluss geht er von der Menge und seinem Vermächtnis weg. Und der zweite... Du siehst ein paar makellos polierte Lederstiefel und einen tadellos gepflegten Spitzbart. Ihr Besitzer ist ein Mann mit leicht gekrümmter Nase, schelmischen Grinsen und schmalen Augen. Er hebt seinen gefiederten Hut, als er an einem Kaufmann vorbeiläuft. Ein kleines Stück Pergament, fest in seiner Faust gehalten, die fahlen Finger von Tinte gefärbt. Scheinbar kennt er die meisten Kaufleute auf dem Marktplatz, denn er hält an, um sich mit einigen zu unterhalten, während er anderen zunickt und sogar mit manchen kleine Güter austauscht. Dabei lächelt er stets und tauscht lachend Sticheleien aus. Er nähert sich mit einem unnachgiebigen Grinsen, einer stämmigen Aumauer
und scherzt über das Wetter. Ach Gott, ich denke, Aumauer ist nicht das Volk, sondern irgendwas anderes. Hoffentlich komme ich da noch rein. Auch sie macht Witze, während sie ihm unbemerkt einige Goldmünzen zusteckt. Als er weiterläuft, ist das Papier aus seiner Hand verschwunden und das Lächeln auf seinem Gesicht weitaus natürlicher. Er tippt sich auch an den Hut, zwinkert ihr zu und zieht mit neuem Schwung weiter. Ach je, also wie gesagt, diese ganzen Seelenwanderungen, die, würde ich sagen, hemmen doch den Spielfluss. Ich hoffe, es stört euch nicht. Wie gesagt, wenn es euch stört, ein Kommentar und ich höre damit auf. Aber für heute mache ich Schluss, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, euch in der nächsten Runde wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss!